einer neuen Gemeindehalle. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Dass du stirbst. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Meine Früchte! Was hat euch veranlasst, mich derart anzurempeln? Wer gibt euch kommt, das? Kommt, meine Freunde! Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühner. Vielleicht kennt ihr die Namen. Der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin pro Zentner gestiegen. Und der Arno ist bei Castel Sant'Angelo wieder über die Ufer getreten. Die Raute del Cambio. Paki, du wirst nicht entkommen! Bewegung! Weg da, Ora! Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren! Dort, auf ihn! Schneller! Donato, ich habe ihn aus dem Raum verloren. Wie lange kannst du weiterlaufen, hä? Laju, da ist er! Auf ihn!
Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung und für die Bestrafung des unwichtigen kleinen Dorfes, in dem er sich angesteckt hat. Ein Hinweis an alle fremden Händler in den Mauern unserer ruhmreichen Republik. In ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu erheben, die von den großen Gilden ausgeführt werden. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden... Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen. Dafür werde ich dich töten. Wachen! Ergreift ihn! Aber Tetteno. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Wo ist dein Loch, kleine Maus? Ich verliere ihn.
Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Cerezio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Annetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Dazu, fass ihn! Ah, was? Komm zurück hier! Zeig ihm, los, zeig ihm! Mist! Er kommt! Das Befehl in der Decke ist verboten! Glaubst du, wo der herkommt? Napoli? Moment mal. Doch. Der kommt mir bekannt, der kommt mir bekannt vor. Dove. Er ist verschwunden.
Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annetta hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Du kannst immer gerne mit mir üben. Buongiorno. Gefällt dir, was du siehst? Keinen Ärger. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Dieb! Dieb! Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. Ja.
ist denn mein Geldbeutel hin? Hat jemand eine Börse gefunden? Jemand hat meine Geldbörse gestohlen! Was? Wo ist denn mein Geldbeutel hin? Hat jemand eine Börse gefunden? Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ach, ihr kennt... Die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie... Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Männer die Gebäude der Stadt zum... Ezio Auditore, ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen, nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich, komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt.
Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klingel. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment. Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Dort drüben. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße.
dazu, sich so aufzuführen. Gute. Ha! Elende Fremdlinge! Der Bui. Hey, das kann nicht sein. Unmöglich. Das ist Computercode. Ich kompiliere. Oh Mist, verschlüsselt. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meisterhacker. Ah, geht nicht. Das ist nur mit dem Animus kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Hallo, ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hör zu. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen, alles, an das wir zu glauben erzogen wurden, alles falsch. Okay, ich habe die Beweise, die Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt. Alle mit einem Code geschützt.
Ich muss aufpassen. Königin Isabel könnte... Nein, nicht sie. Welches Jahrhundert ist es? Egal. Ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Finde sie alle. Und auf dem Weg zu die Wahrheit finden. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als Widdig ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo, die blutgeschriebenen, das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen.